und die SAR-App. Das sind im Wesentlichen zwei Projekte, bei denen Nerds uns von Sea-Watch dabei helfen können, auf dem Mittelmeer Leben zu retten. Zum einen die SAR-App, die uns hilft, die vorhandenen Ressourcen, die wir da draußen für die Seenotrettung zur Verfügung haben, besser zu koordinieren. Dazu werden Joshua und Nick nachher was erzählen. Und zum anderen Searchwing, eine Drohne, die uns hilft, Seenotfälle rechtzeitig aufzufinden. Dazu erzählen Bento und Steini nachher gleich was. Und ich versuche euch so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen über die Situation auf dem zentralen Mittelmeer und die Probleme, vor denen Sea-Watch da gerade steht. Mein Name ist Ruben Neugebauer, ich bin einer der Mitgründer von Sea-Watch. Was ist Sea-Watch? Sea-Watch ist eine Organisation der zivilen Seenotrettung. Wir operieren zwei Schiffe auf dem zentralen Mittelmeer, weil nach wie vor Menschen dazu gezwungen sind, diese gefährliche Passage zu wagen, weil die EU ihnen im Prinzip jegliche legalen Einreisewege verweigert. Deswegen leisten wir da draußen zum einen Seenotrettung und zum anderen versuchen wir aber auch politischen Druck aufzubauen auf diejenigen, die die Situation da draußen zu verantworten haben. Wie sieht die Situation da aus? Naja, die Festung Europa ist dicht, zumindest für diejenigen, die nicht über die richtigen Papiere verfügen. Das bedeutet, alle, die auf der Flucht sind vor Krieg, Hunger oder was auch immer, denen sind legale Einreisewege oder der Weg über Land durch Zäune verstellt und denen bleibt im Prinzip nur der Burggraben, also die Überfahrt über das Mittelmeer, die extrem gefährlich ist. Um euch das so ein bisschen vor Augen zu führen, was das bedeutet, habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar die Zahl 16. Was bedeutet das? 1 zu 16 war die Wahrscheinlichkeit, bei der Überfahrt über das Mittelmeer ums Leben zu kommen, als wir im April diesen Jahres mit der Sea-Watch 2 unsere Rettungseinsätze aufgenommen haben. Wenn man das mal auf den Raum hier überträgt, wenn wir jetzt hier in der Zusammensetzung die Überfahrt gestartet hätten, dann wäre wahrscheinlich eine zweistellige Anzahl von Leuten hinterher tot. Das ist einfach nur die Statistik, auch nochmal an die gerichtet, die vielleicht glauben, dass Leute das irgendwie freiwillig machen würden, dass es irgendwie Wirtschaftsflüchtlinge da gibt. So, die sollten sich das vielleicht einfach nochmal vor Augen führen, was dieses Risiko bedeutet und ob man wirklich glaubt, dass Leute dieses Risiko ohne Not eingehen würden. Die Zahlen sind von der IOM, das Missing Migrant Project. Das wird im Prinzip regelmäßig aktualisiert, ist immer eine ganz gute Quelle dafür. Über das Jahr gesehen war das Verhältnis insgesamt ein bisschen niedriger, 1 zu 44. Das liegt ganz einfach daran, dass im Frühjahr und im Herbst aufgrund der Wetterbedingungen die Überfahrt besonders gefährlich ist. Aber auch 1 zu 44 ist für uns ein völlig inakzeptables Risiko. Ganz einfach auch deshalb, weil die Menschen sind ja nicht Opfer von einer Naturkatastrophe. Das ist kein Erdbeben und kein Tsunami, aufgrund dessen die Leute da ums Leben kommen, sondern es ist eine menschengemachte Situation. Und die Europäische Union hätte im Prinzip die Mittel in der Hand, diese Situation dort zu beenden, dass keiner mehr sterben müsste, wenn die Leute einfach die Möglichkeit hätten, mit dem Flugzeug oder mit der Fähre zu kommen. Aber solange das nicht der Fall ist und solange es noch nicht mal eine ordentliche Seenotrettungsmission gibt, haben wir halt gesagt, dann müssen wir es halt selber in die Hand nehmen. Und deswegen haben wir halt eine DIY-Seenotrettungsmission an den Start gebracht. Ja, wir, das waren am Anfang Harald Höppner, Unternehmer aus Brandenburg und lange Zeit DDR-Bürger. Das heißt, er hat am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Und aus dem Grund haben wir uns am Anfang eine ganz einfache Frage gestellt. Was ist da eigentlich der Unterschied so? An der innerdeutschen Grenze sind während der gesamten Zeit der Berliner Mauer 138 Menschen ums Leben gekommen. Und es ist brutal und das wollen wir auch nicht verharmlosen. Aber zum Vergleich, an der europäischen Außengrenze sind allein in der letzten Woche über 300 Menschen ertrunken. So. Und zwar deswegen, weil der Friedensnobelpreisträger, die EU, hier zum Beispiel mehrere Familien aus Syrien dazu zwingt, auf so ein völlig seeuntaugliches altes Fischerboot zu steigen und damit die Überfahrt über das Mittelmeer zu wagen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, in Europa Asyl zu beantragen, als vorher sein Leben zu riskieren. Und da haben wir halt gesagt, das kann es nicht sein. Deswegen haben wir erstmal auch ein altes, völlig seeuntaugliches Fischerboot gekauft und haben das aber in ein relativ brauchbares Rettungsschiff umgebaut. Sea-Watch steht da drauf, das hat einen Grund. Uns ging es nicht nur darum, Seenotrettung zu machen, sondern eben auch das Watch. Also wir wollten auch schauen, was passiert da eigentlich. Wir wollten die Situation öffentlich machen. Das haben wir von Anfang an getan. Hier zum Beispiel, als wir die Sendung von Günter Jauch quasi gehackt haben. Wir haben damals in der Talkshow eine Schweigeminute abgehalten.
Und allein für dieses Gesicht vom Schweizer Nationalisten Köppel war es eigentlich den ganzen Aufwand auch schon wert gewesen. Wir haben trotzdem weitergemacht, wir haben das Schiff aufs Mittelmeer gebracht, über die Nordsee in unser Einsatzgebiet vor Libyen. Das sieht man hier, die Linie, die da eingezeichnet ist, ist die 12-Meilen-Zone. Das sind Hoheitsgewässer von Libyen, da ist es für uns sehr schwer zu operieren. Aber nördlich von dieser Linie, ungefähr 20 Meilen, so ein Streifen, erstreckt sich unser Einsatzgebiet. Das sieht hier jetzt relativ klein aus, ist dann nachher auf dem Meer aber doch relativ groß. Und dort haben wir eben nach Menschen in Seenot Ausschau gehalten. Die haben wir auch gefunden. Hier sieht man eine Situation am 27. August 2015. Das war für uns im Prinzip ein Schlüsselerlebnis, weil wir da zum ersten Mal wirklich an die Grenze gekommen sind, aus zwei Gründen. Der eine ist, wir waren mit 500 Menschen, die wir da zu versorgen hatten, einfach mit unserem 23-Meter-Kutter maßlos überlastet. Und zum zweiten aber, weil wir da das erste Mal mit Toten konfrontiert waren. Wir hatten da ein Boot, das seit mehreren Tagen auf dem Wasser getrieben ist. Und da waren eben zwei Leute, die nicht ertrunken sind, sondern die sind verdurstet, die sind dehydriert. Und es war für uns deshalb besonders schmerzlich, weil wir diese drei Tage, die auf dem Wasser getrieben haben, selber in besagtem Seegebiet unterwegs waren und die eben nicht gefunden haben. Daraus haben wir drei Lehren gezogen im Prinzip. Das eine, was wir gesagt haben, wir brauchen mehr politischen Druck. Das kann es einfach nicht sein, dass die Leute dazu gezwungen sind, auf diese Boote zu gehen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Deswegen haben wir hier 120 Abgeordnete des Bundestages mal auf so ein Originalboot gepackt, um die mal zumindest so ein bisschen spüren zu lassen, was ihre Abschottungspolitik eigentlich bedeutet. Zum Zweiten haben wir gesagt, wir brauchen ein besseres Schiff, einfach ein größeres Schiff, wo wir halt auch medizinische Notfälle besser versorgen können, wie zum Beispiel solche Dehydrierten. Und zum Dritten haben wir gesagt, wir brauchen Luftaufklärung. Das kann nicht sein, dass da irgendwie ein Boot drei Tage rumtreibt, ohne dass es jemand findet. Und da kommt dann eben später auch das Searchwing-Projekt zum Tragen. Es gab aber noch einen zweiten Schlüsselmoment in dieser Anfangszeit. Und das war unser Einsatz in der Ägäis, der parallel stattgefunden hat. In der Ägäis auf den Inseln hat sich im Prinzip die zivilgesellschaftliche Antwort auf die europäische Abschottungspolitik formiert, weil dort eben sehr viele Gruppen zusammengekommen sind, von Leuten in der Seenotrettung über Leute, die ganz konkret Fluchthilfe geleistet haben, bis hin zu eben auch Hackern, die wir da zum ersten Mal im Prinzip mit denen in Kontakt gekommen sind und die gefragt haben, so, wie kann man euch eigentlich unterstützen? Die Netzwerke, die sich da in der Ägäis gebildet haben, die haben sich dann auch auf unser Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer ausgewirkt. Dieses Jahr sind erfreulicherweise insgesamt vier Organisationen allein aus Deutschland unserem Beispiel von Sea-Watch gefolgt und haben eben auch Schiffe aufs Mittelmeer zur Seenotrettung geschickt. Das ist zum einen großartig, weil wir jetzt einfach mehr Ressourcen zur Verfügung haben für die Seenotrettung. Zum anderen ist es aber auch eine Herausforderung, weil ja solche 13 Schiffe, die da mittlerweile von NGOs betrieben werden, auch irgendwie koordiniert werden müssen. Und auch da können uns eben Techies helfen, da kommt dann nachher die App zum Tragen. Trotzdem wir die App bisher noch nicht haben, ist es uns auch im letzten Jahr gelungen, viele tausend Menschen aus Seenot zu retten. Allein mit der Sea-Watch 2 konnten wir über 20.000 Menschen dort in dem Einsatzgebiet zur Hilfe kommen. Und wie das konkret aussieht, möchte ich in einem kurzen Video zeigen. Was wir hier sehen, ist eine Situation im August, wo wir wirklich buchstäblich in letzter Minute gekommen sind. Man sieht hier jetzt, wie der Schlauch kollabiert von diesem Schlauchboot. Das passiert deshalb, weil einfach die sehr stark beladen sind und dann sich die Bodenplatten an dem relativ billigen Plastik reiben und es dann irgendwann zu einem Leck kommt. Und dann fallen eben so wie hier die Leute ins Wasser, weil es im Prinzip keinen Platz mehr gibt, die sich nicht halten können. Hier war jetzt das Glück, dass wir mit unserem Schiff bereits vor Ort waren. Das bedeutet, dass wir dadurch halt die Möglichkeit hatten, den Schwimmwesten zu geben vorher, dass die mit den Schwimmwesten eben geschwommen sind und dadurch eben nicht ertrunken sind. Das kann ganz anders ausgehen, wenn man da nicht rechtzeitig da ist. Was man auch gesehen hat in dem Video, wir waren zu zweit, da waren zwei Schnellboote, das eine war von uns und das andere von unserer Partnerorganisation Jugend rettet. Hier mit ihrem Schiff der Juventa, als sie gleich an ihrem ersten Arbeitstag im Juli mehr als 400 Leute an Bord genommen haben, also die machen da auch einen ganz großartigen Job. Man sieht, die Kooperation funktioniert an sich. An der Stelle auch dicke Props zu unseren Kollegen von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen, die heute auch schon wieder mehrere hundert Menschen aus Seenot gerettet haben. Nichtsdestotrotz ist 2016 kein gutes Jahr. 2016 ist das tödlichste Jahr
das es bisher gab an Europas Außengrenzen. Auf dem Bild hier sieht man meinen Kollegen Martin, der bei einem sehr heftigen Einsatz im Mai ein totes Baby geborgen hat. Das Bild ging damals um die Welt. Insgesamt sind 2016 mehr als 5000 Menschen an der europäischen Außengrenze ums Leben gekommen. Was mir da ganz wichtig ist zu sagen, wenn wir diese Situation lösen wollen, dann wird es nicht mit Seenotrettung allein gehen. Das ist ganz klar, dass es für diese Situation eine politische Lösung braucht. Und dafür hätte die Europäische Union die Mittel in der Hand. Es gibt zum Beispiel eine einzige EU-Richtlinie, die hat die Nummer 2001/51 EG. Und da hat die Europäische Union im Prinzip die Prüfung von den Asylanträgen an die Beförderungsunternehmen ausgelagert. Und damit ist im Prinzip das europäische Asylrecht zu einer Farce verkommen. Das ist eine Verordnung, die die EU streichen müsste. Dann könnten die Leute einfach mit der Fähre oder mit dem Flugzeug kommen. Und dann hätten wir diese Situation nicht. Das Problem ist aber, dass das sich im Moment politisch nicht abzeichnet. Ich sehe es im Moment nicht, dass die Europäische Union legale Einreisewege beschließt. Und aus dem Grund haben wir uns halt überlegt, was können wir konkret tun? Wir werden diese Toten nicht auf Null runterkriegen, aber wir können einiges tun, um zu verhindern, dass es wieder so viele werden. Und damit sind wir wieder bei der Luftaufklärung. Für die Luftaufklärung sieht es so aus, wir haben da dieses Jahr schon einen Versuch unternommen. Wir haben ein Ultraleichtflugzeug gekauft, das für die Seenotrettung bzw. Suchflüge eben ausgestattet. Ich habe das mit einem Kollegen nach Tunesien runtergeflogen und wir hatten da auch einige sehr erfolgreiche Testeinsätze, bei denen wir tatsächlich dann auch Boote finden konnten. Das Problem war aber nur, dass uns die Behörden da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Es war so, dass wir da nach wenigen Tagen vor Ort die Überflugrechte für Tunesien einfach entzogen bekommen haben. Wir haben da noch alles versucht, die zu kriegen, eine Menge Papiere eingereicht, aber es wurde sehr schnell klar, dass das, was wir da machen, politisch nicht gewollt ist. Unser Einsatzgebiet ist zwar internationaler Luftraum, aber irgendwie muss man da ja hinkommen. Und da sind wir einfach politisch nicht gewünscht. So ein ziviles Auge, das da drauf guckt, was da passiert, was da vielleicht auch an Menschenrechtsverletzungen stattfindet, ist dort nicht gewünscht. Aus dem Grund hat es eben nicht funktioniert bisher. Und deswegen sieht im Moment die Aufklärung bei Sea-Watch so aus. Oder so. Und das kann man sich sicherlich vorstellen, wenn da so ein kleines Schlauchboot am Horizont ist, speziell wenn da noch Seegang dazu kommt, dass das sehr schwer zu entdecken ist. So. Das ist das eine. Was dann noch dazu kommt, ist, dass wir zunehmend mit Übergriffen von Seiten der libyschen Küstenwache zu tun haben. Die machen Pushbacks, dokumentierterweise teilweise auch aus dem internationalen Gewässern. Das ist zwar ein Verstoß gegen das Non-Refoulement Principle und das internationale Seerecht, aber das passiert. Hier zum Beispiel ein Fall am 21. Oktober diesen Jahres, wo die libysche Küstenwache in gefährlicher Weise in einen unserer Rettungseinsätze eingegriffen hat. Das kommt vor und es ist total wichtig, sowas zu dokumentieren, auch aus der Luft eventuell. Und dann haben wir noch ein Problem. Und das ist das, dass wir mit unserem Schiff sehr weit sichtbar sind. Das hat zum einen einen Vorteil, weil dann teilweise die Flüchtenden uns finden und mit ihren Booten auf uns zusteuern, sofern die eben sich noch bewegen können. Aber dann haben wir eben die Situation, dass plötzlich mehrere Boote um uns rum sind, die im Prinzip alle im Seenot sind, weil die völlig überladen sind. Aber was wir in so einer Situation jetzt nicht sehen, ist, ob vielleicht irgendwo hinterm Horizont noch ein weiteres Boot vorhanden ist, das vielleicht noch viel mehr in Seenot ist, bei dem vielleicht, wie wir es im Video gesehen haben, gerade der Schlauch kollabiert ist. Und ja, für den Fall haben wir eben gesagt, da brauchen wir Unterstützung, dass wir das alles besser koordinieren können. Und deswegen brauchen wir die Nerds, deswegen brauchen wir euch. Und ganz konkret haben wir da zwei Projekte. Das eine ist eben das Projekt Searchwing, wo wir eben nachher eine Drohne haben werden, ein Modellflugzeug, das mit Kameras ausgestattet uns eben hilft, diese Boote rechtzeitig zu finden. Da werden Bento und Steini was dazu erzählen. Und zum Zweiten die SAR-App. Das ist eine App, die letztendlich den vielen Rettungsschiffen, die da in dem Einsatzgebiet unterwegs sind, hilft, die Informationen zusammenzusammeln und da einen guten Lageüberblick zu bekommen. Und dazu gebe ich jetzt ab an meine beiden Kollegen Joshua und Nick. Genau, also wir hatten halt die Situation, als wir angefangen haben, mit Sea-Watch zu arbeiten, dass, wie Ruben ja gesagt hat, dass alles do-it-yourself ist. Das heißt, dass innerhalb des letzten Jahres insgesamt ja fast oder mehr als ein Dutzend NGOs angefangen haben, auf dem Mittelmeer zu arbeiten, was letztlich dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr oder weniger die Lage haben. Das heißt, dass es eine Kreuz- und Querkommunikation gibt.
wenn ein Fall gemeldet wird in einem vernünftigen Zeitraum, nimmt es halt Zeit zur koordinieren, wer fährt wohin, wer übernimmt den Fall und wie geht es dann weiter. Deswegen haben wir halt versucht, diese Problemstellung ein bisschen zu analysieren und hatten halt grob die Idee für diese Koordinations-App. Deswegen hatten wir halt diese Idee für diese Koordinations-App und haben halt angefangen, eine zentrale Struktur zu schaffen, in die Fälle gemeldet werden können. Das heißt, die Informationen über die Fälle, wie dringlich das Ganze ist und mit der dann koordiniert werden kann, welches Schiff das Ganze übernimmt wie es dann weitergeht. Also die Idee ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist ein Koordinationssystem, wo alle Geopositionen eingetragen werden. Da werden durchgängig alle Positionen von den Rettungseinsatzschiffen reingetragen. Dazu kann man, dann werden halt alle Fälle gemeldet. Also jeder Fall, wenn man ein Schlauchboot antrifft, wird der Fall gemeldet, alle wichtigen Informationen werden eingegeben und dann sieht man sofort, was aktuell passiert auf dem Mittelmeer. Also alle NGOs haben den Überblick darüber und auch die Rettungsleitstelle in Rom hat den Überblick darüber. Und was auch wichtig ist, man sieht, was in der Vergangenheit passiert ist. Und da ist ganz wichtig, weil wir hatten zum Beispiel den Fall mit der libyschen Küstenwache, da können wir halt nachvollziehen, wer war involviert, um welche Uhrzeit ist was passiert. Und ja, das ist eigentlich die Idee. Hier sieht man kurz, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist jetzt die Kartenansicht. Wir haben zwei Ansichten, einmal eine Karten- und eine Case-Ansicht. Da ist auf der linken Seite hat man Filter, da sieht man unten halt quasi, da gibt es ein Ampelsystem, in welcher Dringlichkeit ein Fall ist. Dann hat man, darüber sieht man, welche Schiffe da sind, ob die online sind, ob die gerade nicht erreichbar sind. Auf der rechten Seite ist ein Chat und ein Log. Da sieht man halt, was gerade passiert ist, wenn Leute können miteinander schreiben, die Schiffe und untereinander. Und man sieht halt auch, wenn ein Schiff einen neuen Fall hinzugefügt hat und so weiter. Also es ist wirklich ein ganz simples Übersichtsprinzip. Dann haben wir noch eine Case Overview. Da sieht man halt quasi alle aktuell gemeldeten Fälle. Und ja, das ist es eigentlich schon. Genau, und dann ist es halt so, dass wir das Ganze halt im Wesentlichen zu zweit gemacht haben und halt einen Prototypen entworfen haben, der aber eigentlich für die hohe Last, die der trägt, zwar brauchbar ist, aber halt auf jeden Fall noch gute Verbesserungen braucht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Hilfe, mehr oder weniger von euch oder von euch im Internet. Vor allen Dingen halt, was das Security-Konzept angeht, also wir haben halt ein zentralisiertes System, was man eventuell auch aufbrechen könnte, was wahrscheinlich ganz schick wäre. Dann halt generell Geohacker, Geoinformatiker etc., Leute, die halt Ahnung vom Erdenrund haben, mehr oder weniger. Und sind halt generell für alle Ideen dankbar, die halt irgendwie kommen, um das Ganze besser, funktioneller und schneller zu machen. So. Eins, zwei, drei. Okay. Mikros an, ja. Gut. Was denn? Ja, ich habe ja ein Mikro hier. Also, hallo erstmal auch von uns, Bentor und Steini. Und erstmal tausend Dank an Sea-Watch. Das ist eine großartige Arbeit. Und an der Stelle nochmal in Richtung der europäischen Verantwortlichen, der Regierung, der Politiker in Europa und in Deutschland, schämt euch. So, wir haben über Freunde, über Bekannte davon, wir kennen das Projekt Sea-Watch und den Bedarf, den es gab, insbesondere als es darum ging, als sehr viele Flüchtlinge von der Türkei nach Lesbos übersetzen wollten, 8 Kilometer, man denkt, das wäre gar nicht so viel, das ist vielleicht gar nicht so schwer, da sind auch jede Menge Menschen bei gestorben. Da ist die Idee entstanden, ursprünglich zu sagen, da können wir helfen mit Technik, da können wir, ein Quadrocopter, ich habe ja nun in der Vergangenheit ein bisschen was mit Quadrocoptern schon gemacht, vielleicht geht das, ist aber natürlich von der Reichweite nicht ausreichend, okay. Dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie kriegen wir das hin, dass wir da helfen können, dass wir ein Stück Seegebiet überwachen, um Menschen im Wasser in höchster Seenot vor dem Ertrinken zu retten. Das ist mal ein Einsatz für automatische Flugobjekte, für Drohnen, wo wir sagen können, nee, da sind wir nicht nur dagegen, da wollen wir nicht nur wissen, wie es funktioniert, um es dann bewerten zu können, sondern da können wir einen sinnvollen, hilfreichen Einsatzbeitrag leisten. Und das ist eine Stelle, wo wir uns engagieren wollen und können. Und das machen wir dann wirklich gerne, um Menschen zu retten.
So haben wir damit angefangen, haben das geplant, haben gesagt, was müssen wir da eigentlich tun in der Richtung. Es gibt das Problem mit der Flugüberwachung, das haben wir gelernt, das ist wohl auch schwierig, gerade auch in so einem grenznahen Gebiet, immer eine heikle Sache. Dann gibt es NGOs, die setzen bereits Drohnen ein, sieht man hier ganz rechts so ein Ding, zwei Stück gibt's davon mit einer Groundstation, kostet 1,5 Millionen Euro. Klar kann man jetzt losgehen und sagen, ja, gib uns doch jeder bitte 10 Euro, dann brauchen wir ja nur 150.000 Leute, aber das kann es irgendwie nicht sein. Wir haben uns also überlegt, wie kriegen wir das hin, möglichst preiswert, möglichst günstig und vor allem so, dass man tatsächlich nicht heulen muss, wenn es mal weg ist, ne, so ein Ding zu bauen, und haben da halt dran rumspezifiziert und überlegt, wie sehen denn solche Szenarios aus. Genau, und dann gibt es halt das eine Szenario, dass wie Sea-Watch, die halt auf eigentlich nur gucken möchten, ob hinter dem Horizont ein Flüchtlingsboot ist, was noch in Seenot ist, während die anderen alle schon angedockt haben und gerettet werden wollen. Und dann gibt's halt auf so einem Schiff halt so Radarechos. So ein Radar reicht, weiß ich nicht, 10 Seemeilen weit. Das ist irgendwie so fünf bis 10 so, also irgendwie im Bereich von 10 bis 15 Kilometer. Und da könnte man jetzt einen Beiboot mit hinschicken. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, wie lange unterwegs, irgendwie eine Stunde oder zwei, und ist dann halt gebunden. Nein. Ja, okay, gut, aber das wäre doch einfach mal. Und dann ist man hingefahren und hat gesehen, okay, das ist jetzt leider nur ein Segelboot oder leider nur ein Fischer. Und dann ist das Boot halt gebunden und es wird halt kann nicht mehr da eingesetzt werden, wo es eigentlich gebraucht wird. Also haben wir uns gedacht, da könnte man doch einfach auch so ein kleines Fluggerät hinschicken, sowas, was wir hier rumliegen haben. So, die Idee war also hier eigentlich eine Kurzaufklärung, um den Leuten von Sea-Watch die Arbeit zu erleichtern. Man stelle sich das vor, du nimmst das Ding, du wirfst es los, das fliegt an eine Koordinate, guckt nach, kommt zurück. Das war so der Beginn. Für Lesbos sollte das anders aussehen. Deswegen hat uns das ein bisschen in die Krise gestürzt, muss man dazu sagen, weil da ging es darum, so ein Areal zu überwachen, hin und her zu fliegen, mit Infrarotkameras nachts zu gucken, sind da irgendwie Leute im Wasser und Bescheid zu sagen. Und dann hat die Türkei den Deal gemacht mit der EU und dann war das Anwendungsszenario eigentlich im Eimer. Und daraus kam dann so der Fall, ja, zu sagen, Sea-Watch braucht jetzt eigentlich was, und das ist mal eine echte Herausforderung. Ein Flugzeug, so ein Ding, das eben vom Schiff aus startet und auf dem Schiff wieder landet. Weil eigentlich waren wir mit diesem ersten Szenario mal langfliegen und so, das war jetzt nicht so irre schwer, aber wenn du jetzt auf dem Schiff landen musst, dann wird es auf einmal schwierig, ne? Wir haben also das zweite Szenario, auch für die Sea-Watch-Leute, den Radius zu erweitern. Nicht nur mal punktuell nachzuschauen, was ist da, sondern auch den Radius über den Horizont zu erweitern, also möglichst große Reichweite zu erzielen und dabei trotzdem irgendwie auf dem Schiff wieder runterzukommen, ne? Da sehen wir hier unseren Vorschlag dazu. Ich kann den mal hochhalten. Das gute Stück, da kommen wir gleich auch zu. Schon ein bisschen ramponiert. Das hat Gründe. Aber es fliegt noch. Ja, genau. Da kommen wir eigentlich relativ direkt zu unserer Lernkurve. Ja, so hat das Ganze mal angefangen. Da haben wir irgendwie einfach mal so ein Modellflugzeug gekauft. Da haben wir irgendwie im Internet gehört, da machen so Nerds aus China, machen damit Long-Distance FPV, also First-Person-View Flüge, die dann irgendwelche einen Flieger einbauen, irgendwelche Richtantennen und dann ganz viele Akkus in diesen Flieger, also genau dieses Modell sozusagen, stopfen. Und damit sind die bis zu 200 Kilometer weit gekommen mit unglaublich langweiligen Videos im Internet. Man sieht irgendwie 50% der Zeit irgendwie nur mehr. Aber da haben wir gedacht, das können uns einfach mal diesen Airframe kaufen, kostet halt irgendwie 200 Euro inklusive Motoren, ohne Elektronik so ansonsten, aber halt, ne, ist schon mal eine bessere Ansage als 1,5 Millionen. Und dann haben wir Sachen zusammengesteckt und haben probiert und haben gelernt, ja, wow, das ist nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, also ich bin überhaupt kein Modellpilot, Bento ist zum Glück ein Modellpilot, der dann auf, übrigens, Fun Fact an der Seite, auf dem Hedonistenkongress zum Projekt stieß, als ich dazu einen Vortrag gehalten habe. Und dann sofort Feuer und Flamme war und sagte, na klar, können wir da helfen.
weil er schon seit klein auf Modellflieger baut und auch fliegen kann. Ich kann ihn nämlich nicht fliegen und es ist dann ganz schwer mit dem Testen. Na, und so haben wir dann auch unsere ersten Experimente gewagt. Und die apropos Lernkurve, hier sieht man so eine Lernkurve. Das war unser erster Reichweitentest, beziehungsweise ne, jetzt nicht Fernbedienungsreichweiten, sondern eher so Endurance, also wie lange der Flieger denn so in der Luft bleiben kann. Da haben wir mal unseren dicksten Akku, den wir damals hatten, reingetan und haben gesagt, wir lassen den jetzt hier über unserem Flugfeld einfach nur kreisen, bis der Akkuwarner weckert, dass der Akku jetzt langsam leer ist. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann fing es irgendwie an zu regnen und dann haben wir uns irgendwie unter den Regenschirm gekuschelt und irgendwann, der Flieger flog so seinen Kreis und irgendwann haut er ab. Über den Wald. So, 50 Mal geht's und beim 51. Mal. Und zwar so in weiß ich nicht, im Abstand von 1 Meter über den Baumwipfeln. Und das hat er fast geschafft. Man sieht den roten Punkt, wo er dann letztendlich am Waldrand dann da doch... Da ist der Baum dann aus dem Wald gehüpft. In den Weg sprang, genau. Hat den Flieger. Wir hatten dann auch noch mehr Lernkurve. Wir haben festgestellt, dass Eitelkeiten und Posertum total wenig hilfreich sind, um so ein Projekt zu machen. Wir wollten dann nämlich da über dem See im Sommer baden, ne, schön im Tiefflug über den See fliegen, natürlich vollautomatisch, am Ende des Sees wieder hochziehen. Und dann gibt's einen Konflikt in der Software, wenn du sagst, steige nicht mehr als mit 5 Metern pro Sekunde und aber du die Trajektorie so gebaut hast, dass sie mit 10 Metern pro Sekunde steigen müsste. Und du einfach schneller fliegst als gedacht. Fragt sich die Software, was mache ich denn jetzt? Naja, sind wir mal konservativ und dann springt schon wieder dieser Baum. Ja, ja. So, da ist für jeden dieser Problemfälle ist hier ein Kreuz auf der, Ja. Wir haben 5 Abstürze hinter uns. Ja, so, also da haben wir auch ein Video zu. Warte mal, wir haben mehrere Videos. Richtig. Ne? Welches kommt? Jetzt steht hier gar nicht. Ja, da hatten wir angeblich. Ich habe jetzt auf Play gedrückt. Hilfe! So, die Videos sind alle weg, das ist auch Teil der Lernkurve übrigens. Was ist denn das für eins? Ah ja. Sehr schön. Genau, das ist ein wichtiger Teil unserer Lernkurve. Man sieht es auch, er fliegt eine Kurve. Und zwar fliegt er die das erste Mal komplett vollautark. No human interaction. Und hier sitzt auch niemand mehr an der Fernbedienung. Genau genommen, das zweite Mal. Das zweite Mal, stimmt. Der Kameramann hat sich an die Stelle gestellt, als der Flieger das erste Mal runterkam. Das ist eine wichtige Info. Und dann haben wir gedacht, kriegen wir das jetzt nochmal hin? Genau. Don't move. Jeder bleibt an seiner Stelle. Das klappt schon, das klappt bestimmt. Was soll da schon schief gehen? Und tatsächlich, das klappt. Und zwar landet er genau vor den Füßen. So, und dann haben wir so Aufgaben, nämlich wir müssen ja jetzt was Neues schaffen, nämlich im Netz landen. Ja, das ist schwierig, ne? Was soll da schon schief gehen? So, und... Ja, normal so, ja, Netz landen, weil wir müssen ja auf dem Wasser landen. Und das Schiff schaukelt obendrein, ja? Und was da kann eigentlich nichts, was soll da schief gehen? Also ist völlig klar, das wird klappen. Und aber hey, ich meine, das ist nur Styropor, man kann das kleben. Ja, und also hier sieht man jetzt auch den kleinen Flieger in Aktion, der eben für die Nahaufklärung ist, weil wir dachten, wir machen erst den kleinen kaputt. Und dann geht das tatsächlich irgendwann. Ja, also man kann dieses Flugzeug auch im Netz landen. Da ist sicherlich eine Herausforderung noch, dass wir das Netz finden müssen. Aber da kommen wir gleich noch in den Challenges zu. Ja, also die Netzlandung ist übrigens jetzt nicht ganz in Stein gegossen. Wir nehmen auch noch diverse kreative andere Vorschläge entgegen, wie man denn auf einem Moving Target sozusagen so eine Drohne, die halt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit fliegen muss, irgendwie eingefangen kriegt. Und ja. Wir hatten da irgendwie zum Beispiel so eine Idee gehört bei unserem letzten Talk, dass man eventuell irgendwie ein Gewicht mit einer Schnur vom Flieger herunterlassen könnte und dann einfach nur noch so einen Balken in den Weg hält und dann wickelt sich der Flieger einfach um diesen Balken. Eine sehr kreative Idee. Also
Die Mindestgeschwindigkeit, also die Landegeschwindigkeit, rechne mal so mit 15 Meter pro Sekunde. Ja, also wenn wir dann gegen den Wind landen, dann ist die Landegeschwindigkeit natürlich im Verhältnis zu dem Schiff wieder geringer. Allerdings verwirbelt das Schiff dann halt natürlich auch, ist die Luft verwirbelt, wenn man Wind hat. Und da muss man halt gucken, wenn man jetzt versucht, gegen den Wind auf das Schiff zuzufliegen, dann strömt die Luft, bildet Lehwirbel hinter dem Schiff und dann ist auch blöd. Also muss man eventuell mit etwas überhöhter Geschwindigkeit. An der Stelle würde ich nochmal ein freundliches Hallo an die ETH Zürich loswerden wollen. Die haben nämlich jetzt ein Spin-off gegründet, das jetzt leider keine Zeit für uns hat, weil sie müssen ja jetzt ihre kommerzielle Produktion da in den Griff kriegen. Aber ETH Zürich kann was. Das würden wir wirklich auch gerne können. Die können nämlich solche Flugzeuge mit zwei Propellern oben als sogenannte Tailsitter senkrecht hovern lassen und dann quasi rückwärts landen. Das haben wir gesehen, das ist ziemlich cool. Das hat ganz viel mit sehr vielen Differentialgleichungen zu tun, die man sehr kompliziert lösen muss, haben wir uns erklären lassen. Aber der Beweis ist erbracht, man kann das können. Und zwar, also ich habe es gesehen. Die sagen nicht wie und sie sagen, sie würden uns gerne helfen, indem sie uns dann so eins von diesen Flugzeugen zur Verfügung stellen. Aber eigentlich wüssten wir gerne, wie es geht. Deswegen an der Stelle unser Aufruf an euch. Natürlich kann man das leicht lösen. Man nimmt eine Copter-Software und eine Plane-Software. Und wenn die Plane-Software senkrecht fliegt, dann schaltet man die Plane-Software aus, macht die Copter-Software an, dann schwebt er da. Aber ja, das ist nicht die richtige Lösung. Ihr lacht, das wird so gemacht. Also das ist echt schlimm. Es gibt ja Leute, die bauen da zwei Flight-Controller in ihre Drohne und schalten dann um. Ja. So, aber wie gesagt, ETH Zürich hat's gelöst, ordentlich, mit einer anständigen Simulation und wir hoffen, dass irgendjemand das leakt oder uns erklärt, wie es geht. Das wäre toll, das würde uns helfen. Gut, wir kommen ins Plaudern, wir müssen hier mal weitermachen. Wir haben hier noch ein Video, ne? Welches ist es? Das ist eine sehr gute Frage, das haben wir Sea-Watch auch gefragt, dann sagten die völlig zu Recht, ja, weil wir dann jedes Mal wieder so ein Dingi zu Wasser lassen müssen, um das Ding wieder aus dem Wasser zu kriegen. Natürlich haben wir uns damit beschäftigt, zur Not machen wir das. Klar, wenn das mit dem Netz nicht geht und wenn das mit dem Senkrechtlanden nicht geht, dann machen wir genau das. Dazu haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das Ding wasserdicht, weil Salzwasser, kann sich sicher jeder vorstellen, ist ein böser Feind von Elektronik. Wir haben dann im Fachhandel für Felgenpimping haben wir Flüssiggummi gefunden. Das ist eigentlich ein benzinaufgelöstes Gummi. Und wenn man da die ganze Elektronik und so reintunkt, dann wird die tatsächlich echt voll wasserdicht. Und die Motoren kann man mit Silikonspray einsprühen, haben wir auch festgestellt. Also da gibt's eine Menge, was man tun kann, um die wirklich wasserfest zu kriegen. Aber das ist so sozusagen die letzte Option, der Plan C, wenn alles andere gar nicht mehr genau, geht. Genau, also wenn die Drohne halt aus dem Netz zurückprallt und ins Wasser gefallen ist, wollen wir sie rausfischen können und sie geht vielleicht noch. Das ist so auf dem Modus, in dem wir da irgendwie tätig werden wollen. Ja, ist vielleicht ein guter Moment, um mal drauf einzugehen, dass wir hatten auch überlegt, ob wir in die Drohne ein SAT-Modem einbauen, dass wenn sie irgendwo wassert, dann finden wir sie wieder. Aber letztlich ist dieses SAT-Modem teurer als am Ende die ganze Drohne, wenn wir alles richtig gemacht haben. Es macht irgendwie keinen Sinn. So zum Vergleich, was kostet eine Stunde Flugzeugflug zwischen 3 und 700 Euro? Das heißt, für einen Tag den Flieger fliegen, können wir 2 bis 3 Drohnen wegschmeißen, theoretisch. Ja, apropos wegschmeißen, nochmal so zur allgemeinen Erheiterung. Da haben wir... Was soll da schon schiefgehen? Und ich so, Steini, halt mal kurz das Telefon, ich muss da jetzt eingreifen. Und und dann. Dann springt dieser Baum wieder hoch, aber diesmal haben wir uns gerecht an dem Baum. Ich kann diesen Mac nicht bedienen, wie geht das? So, du hast jetzt hier irgendwo wieder Dinge getan. Ah! Geil, moderne Präsentationstechnologie, ich liebe es. Sehr schön, so sieht das dann aus. Ja, das war jetzt, also das Video war vom 23.12., das Foto ist vom 23.12. Und das ist das Gerät, so wie es jetzt wieder aussieht. Der Flieger sah heute Morgen auch noch genau so aus und bitte. Ja, also Styropor.
Ja, wir wollten ja eigentlich was zeigen, ne? Nämlich wir wollten euch von bestimmter Technologieentscheidung überzeugen, die wir getroffen haben. Wir haben uns nämlich überlegt, eigentlich, was kann man denn machen, wenn man so eine Drohne baut? Da muss ein Autopilot rein, da kann man jetzt, da gibt es verschiedene Software-Stacks, da gibt es die Paparazzi, da gibt es Ardu-Pilot, da gibt es PX4. Da gibt es verschiedene Hardware-Lösungen und wir haben versucht, die alle zu evaluieren und festgestellt, ist alles nicht so einfach, insbesondere, weil vieles von dieser Elektronik für Autopiloten irgendwie aus USA kommt und irgendwie exportbeschränkt ist. Warum eigentlich? Es erschließt uns einfach nicht so, so ganz. Das ist eigentlich Quatsch, weil das ist ein Mikrocontroller mit ein paar handelsüblichen Sensoren drauf. Also da ist ein Gyro, ein Accelerometer, ein Kompass, ein Barometer, also all das, was auf einer Drohne auch drauf ist, ein bisschen Software drumherum. Das ist es. Also ja, klar, es ist eine Waffe. Ich sehe schon. Also diese ganzen Sensor-Ding siehst, die kann man als kleine Breakout-Boards für Arduino-Projekte kaufen, kostet 20 Euro. So, und es gibt dann diesen Pixhawk, den setzen wir jetzt momentan auch ein, der ist hier drin. Der hat halt genau das Problem, dass er exportbeschränkt ist und man seinen Namen und ein Stapel Erklärungen hinterlassen muss. Und deswegen haben wir uns überlegt, und zwar kurz vor Weihnachten, schnell noch vorm auf den Kongress fahren, wir sind ja echte Hacker, wir machen das auf Linux. Ne, wir nehmen also ein Raspi oder ein vergleichbares Device, Banana Pi oder wie sie alle heißen, idealerweise einen mit eMMC on board und machen dann Realtime Kernel rauf und lassen da die Ardu Pilot Software, die wir eigentlich ganz gut finden inzwischen, weil sie sehr stabil lief bisher auf dem Pixhawk, dachten wir, lassen wir darauf laufen und damit wir das nicht als schiere Behauptung haben, machen wir schnell vor Weihnachten noch das Video, damit uns auch alle glauben, dass das geht. Ja, und es stellt sich raus, es geht irgendwie nicht. Also es gibt tatsächlich von einem Hersteller aus Spanien ein kleines Board, das ist designed als ein Shield für den Raspberry Zero, kann man von hören, das ist irgendwie der billigste Raspberry, den man so kaufen kann. Der kostet irgendwie 5 Pfund, das ist so ein kleines Board und läuft irgendwie noch ein ARM-CPU drauf und der hat halt irgendwie 2 USB-Ports und das war's dann. Und genau für dieses Board gibt's halt ein Sensor-Shield, wo Leute Quadrocopter-Hacken mitmachen. Also ne, irgendwie das ist, hat eine IMU drauf, irgendwie Pressure-Sensor drauf, hat ein paar Kontakte, wo man noch also einen GPS-Sensor draufklemmen kann und es ist eigentlich darauf ausgelegt, die liefern auch irgendwie so ein komisches Linux mit, wo man sich erst irgendwie für registrieren muss, damit man das runterladen kann und ganz absurd. Und es ist eigentlich dafür da, also sie zeigen das in den Videos hauptsächlich nur, wie sie es auf irgendwelchen Koptern einsetzen und sie haben auch 2 Videos, wo sie damit ein Flugzeug fliegen, allerdings wirkt das sehr, sehr unseriös. Also das Flugzeug wackelt in der Luft und in der Tat, als wir es selbst ausprobiert haben, stellt sich raus, entweder wenn wir die Software selbst compilen, SEC wollte uns das die ganze Zeit, oder wenn wir deren geschippte, veraltete Version nehmen, dann ist das Signaling Processing auf der CPU mit von Latenzen geplagt und im Endeffekt die Servos winken einfach seltsam, obwohl man gar nichts gemacht hat und Also wir sind noch nicht so weit, aber wir sind überzeugt davon, dass das gehen kann. Genau. Und deswegen haben wir uns ein paar Challenges überlegt, die wir hier auf dem Kongress mit euch diskutieren wollen und überlegen wollen, ob wir damit sozusagen zu einem tragfähigen System kommen. Die eine Challenge ist, wir glauben, dass es vernünftig auf einem anständigen Realtime-Linux-System laufen müsste. Wir denken, dass es Sinn macht, ein Sensorboard selber zu entwickeln und entweder auf ein Linux-Mini-PC rufzustecken oder noch einfacher, ich meine, die sind ja inzwischen so klein, dass wir wahrscheinlich den Prozessor auf das Sensorboard stecken. Ja. Die rum ist uns eigentlich wurscht. So, das wäre eine der Challenges, die uns interessiert. Und wir haben dann ein zweites Kernproblem noch zu lösen. Eigentlich das dritte, weil die Netzlandung ist ja auch noch so ein Thema. Also Netzlandung ist die Frage, wie finden wir eigentlich den Mittelpunkt des Netzes? Unsere bisherige Idee ist, links und rechts vom Netz ein GPS. Dann errechnen wir den Mittelpunkt des Netzes und geben das kontinuierlich
als Waypoint an den Flieger. Wenn das Schiff sich jetzt also bewegt, zieht er so eine Trajektorie hinter sich her und idealerweise folgt das Flugzeug jetzt genau dem Mittelpunkt des Netzes mit allen Wellen und so und landet dann schließlich im Netz. Das müssen wir noch machen und größte, momentan vielleicht interessanteste Aufgabe ist die Datenübertragung. Wir haben uns nämlich überlegt, wie kriegen wir denn eigentlich die interessanten Daten vom Flugzeug aufs Schiff, damit die Sea-Watch eine gute Arbeit machen können. Da haben wir erst mit Video-Analogübertragung getestet. Das war auch mit dem Infrarotbild die erste Idee. Und dann stellt euch vor, da sitzt also jemand jetzt 2 Stunden, das geht gar nicht, 2 Stunden vor einem Bildschirm und starrt auf einen leeren Bildschirm. In der Hoffnung, dass dann mal eben schnell irgendwas vorbeihuscht, was möglicherweise jemand gewesen wäre, den man hätte retten müssen. So, das funktioniert schlecht. Das heißt, wir haben auch hier den Plan geändert. Wir wollen jetzt zumindest mit dem Kleinen geht das. Da kann man ja hinfliegen, da hat man eine Koordinate, da ist irgendwie die Radarsichtung, da fliegen wir hin, gucken nach. Da soll der auch eingreifen können, ohne dass er das Flugzeug abstürzen lassen kann. Aber mit dem großen Flugzeug haben wir was anderes überlegt. Da möchten wir jetzt eigentlich, dass es in großer Höhe fliegt und dass es mit, und da ist wieder das Paradigma, billig muss es sein, I mean it, also mit Standardtechnologie und Standardfunktechnologie, das ist irgendwie Wi-Fi. Also es gibt Wi-Fi-Receiver USB für 10 Euro. Ja, geil. Das ist so die Kategorie, die wir mögen. Da kommt ein Booster dran. Wir sind in internationalen Gewässern. Da kann uns eigentlich keiner. So. Ja. Da kommt also ein 4 Watt Booster oben drauf und dann kommt aufs Schiff. Ja, was? So. So, und dann kommt aufs Schiff, haben wir uns überlegt, es gibt diese schicken Telco-Segmentantennen, 60 Grad Öffnungswinkel, die machen wir überlappend einmal im Kreis. Die sind MIMO, da kommt also an jeden kommen 2 USB-Sticks ran mit Raspis oder anderen Mini-Linux-PCs dran und dann machen wir Software Diversity und dann machen wir Wi-Fi Broadcast. So, alle, die mit Wi-Fi-Broadcast schon mal was gemacht haben, also so ernsthaft, ja, nicht nur wissen, was es ist, sondern damit schon mal tatsächlich was gemacht haben und uns dabei helfen können, da haben wir noch Schwierigkeiten mit. Da kann man viel falsch machen, vor allem ist Wi-Fi-Broadcast so, wie es heute ist, also du nimmst einfach diesen Monitoring-Channel und bläst da Daten drauf, dann ist das eigentlich ein Funkmodul, fertig. Die Daten kommen auf der anderen Seite raus, nur sind die halt stark fehlerbehaftet. Das müssen wir irgendwie, da brauchen wir ein anständiges Protokoll, das hocheffizient ist. Und dann wollen wir nämlich in 1 Kilometer Höhe fliegen, hochauflösende Bilder nach unten machen und die sozusagen asynchron übertragen. Und dann guckt jemand auf der Sea-Watch sich die Bilder an und analysiert sozusagen im Nachhinein, also wenige Minuten später, wo ist denn eigentlich da was? Das ist also der eine Teil, wo wir noch Hilfe brauchen. Daten, ja, genau. Übertragen. Also wenn wir sind jetzt nicht auf Biegen und Brechen auf dieses Wi-Fi versteift. Wir haben halt nur so ein paar Anforderungen. Einmal, es muss Off-the-Shelf-Hardware sein, die wir da verbauen können, auch so irgendwie, wenn wir es mal in Kleinserie herstellen wollen. Das heißt, ihr könnt zwar irgendwie jetzt alle ankommen mit euren total geilen Amateurfunk, SSTV. Geschichten, solange das nicht innerhalb von irgendwie 15 Euro Hardware abzubilden geht, können wir das leider nicht einsetzen. Wird zwar vermutlich besser funktionieren als das, was wir jetzt vorhaben, aber wir wollen halt gerne Off-the-Shelf-Hardware nehmen. Genau. Damit sind wir beim nächsten Problem. Wir wollen von oben Bilder machen und dazu wollen wir, naja, hochauflösende Consumer-Kameras mit in den Flieger stecken. Und einfach Fotos nach unten machen, 12 bis 20 Megapixel. Und jetzt ist das Problem, früher war das ganz einfach. Ja, G-Photo, so eine Canon-Kamera ran und geht. Und jetzt haben wir, helft uns, wir haben heute keine handelsübliche, heute verfügbare Kamera gefunden, die ich von einem Linux aus remote controllen kann und das Bild am Ende auf meinem Rechner habe. Das, was am nächsten dran ist, was wir gefunden haben, ist die Sony QX1. Die hat nur das Problem, dass sie ausschließlich als Interface Wi-Fi hat. Die ist dafür vorgesehen, dass man da so eine, die mit seinem Smartphone pairt, ja. Und da hat man einfach so eine Linse mit einem Sensor hinter und... Jetzt stellt euch vor, was mit diesem Wi-Fi passiert, wenn wir 20 Zentimeter daneben den 4 Watt Booster haben. So, also die beste Idee, die wir momentan haben, ist die Antenne von dem Raspi um diese Kamera wickeln und das Ganze in Kupferband einpacken. Und dann nennen wir es Interface.
oder so. Also genau, also wir haben die Kamera da, wenn da jemand sich da berufen fühlt, da mal zu gucken, was da irgendwas anderes drüber zu sprechen, da ist mit Wi-Fi, wir können die dann irgendwie euch zu treuen Händen zum Hacken zu überlassen. Hauptsache, es fällt hinterher irgendwas raus, was wir verwenden können. Ja, zur USB Not darf sie auch kaputt gehen, wenn es dem Erkenntnisgewinn dient. Sagen wir mal so. Haben wir noch eine Challenge oder waren Sie das? Ich sehe ja nichts ohne Brille. Nee, eigentlich. Ach so, die Ground Station, naja, die werden wir, das ist eigentlich keine Challenge. Kurz ein Wort zur Ground Station. Alles, was es für diese Ardu-Pilot, Pixhawk und so weiter an Ground Station-Software gibt. Sorry, Leute, das ist Schrott. So, das wollen wir nicht. Das Beste, was wir gefunden haben, ist tatsächlich Python. PyMuffutil ja, heißt Mufflink, es. Mufflink, direkt Mufflink sprechen. Also, Mufflink ist toll. Mufflink ist doch mehr oder weniger Mufflink. Standardisiertes Protokoll, was man irgendwie mit den Drohnen sprechen kann, was diese ganzen Ground Stations auch mit den Drohnen sprechen. Stellt sich irgendwie raus, mit der Shell, also mit dieser Pseudo-Shell, können wir mehr Dinge als die Ground Station kann. Und wir haben es nur 5 Minuten vorher versucht. Also sensationell. Damit wollen wir jetzt eine eigene Ground Station bauen, damit unsere Freunde von Sea-Watch das auch bedienen können. Die sieht so aus, du hast eine Sichtung auf dem Radar, da kommt eine Y-Koordinate raus, die stellst du mit dem Rädchen ein, drückst auf Power und wirfst das Ding weg. Komplizierter darf es nicht sein. Ja, das ist die Aufgabe, die wir da haben. So, wir haben noch ein Video, ne? Ja. Welches kommt denn jetzt? Wir können euch noch mal zeigen, wie sowas von oben aussieht. Ah ja, richtig. So, genau, da haben wir halt die ersten... Da ist die Kamera jetzt mit Klettband befestigt, das hat alles ein bisschen gewackelt. Man kriegt hier auch fester fest, aber so nö, ist halt irgendeine 0815 GoPro-Aufnahme von einem unserer Testflüge. Und genau. Das wäre so die Perspektive. Man kann auf dem Wasser da unten Details erkennen, das eine Badeboot da und... genau. So, genau. Das ist das, wie es aussieht. Das ist jetzt wie hoch ungefähr? 300 oder so? Ja, so 300 Meter, genau. Genau. Und wo muss ich hin? Gindes. Da. Genau. Was wir noch erreichen möchten als nächstes ist, wir haben momentan 100 Kilometer Reichweite mit diesem Fluggerät. Mit einem dicken Akku. Da passen 2 rein. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir die Reichweite verdoppeln können. Da muss natürlich ein bisschen Reserve eingeplant werden. Wir gehen also davon aus, dass wir das Ding ja 100 Kilometer weit fliegen und die anderen 100 Kilometer als Reserve benutzen, damit wir auch bei Gegenwind wieder zurückkommen. Das ist einer der Aufgaben. Grundsätzlich geht es uns darum, dass wir solche Technik jetzt entwickeln, um solche Projekte, und das muss nicht nur Sea-Watch sein, sondern alle humanitären Projekte, die sich auf die Fahnen schreiben, die Natur zu schützen oder Menschenleben zu retten, damit unterstützen wollen und eine Community aufbauen wollen, die diese Dinge endlich mal und komplett vollumfänglich nur für solche sinnvollen Dinge einsetzt. Und deswegen werden wir auch wir werden an einer Lizenz arbeiten und das unter so eine Lizenz stellen. Momentan haben wir ja noch nicht wirklich selbst was erfunden. Das kommt jetzt aber und dies wird alles unter einer Lizenz laufen, die es verbietet, das militärisch oder kommerziell oder so zu verwenden. Und die eben den... jetzt, ja. Genau, und wir haben, wir haben noch ein Video haben wir noch, ne? Ein Video haben wir noch. Haben wir so ein paar Moves. Um euch zu zeigen, dass es auch Spaß gemacht hat. Aus unserer Werkstatt. Ja. Genau. Das ist jetzt leider ohne Ton, da müsst ihr euch so einen schönen leichten Walzer dazu denken. ist halt jetzt die GEMA-Gründe, dass wir es ohne Ton abspielen müssen. Oh ja. So, aber es hat uns bis hierhin tatsächlich bei aller Ernsthaftigkeit des Themas wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Projekt. Da hinten sieht man die, da ist jetzt ein Fünfter, ne? wir haben unheimlich viel gelernt. Wir laden euch ein. Wir werden alles, was wir an Know-how dabei rausfinden, veröffentlichen, öffentlich machen, unter diese Lizenz stellen und dann auch veröffentlichen, sobald das passiert ist. Wir bitten euch darum, helft uns dabei. Entwickelt das mit uns so, dass es tatsächlich
Sea-Watch und anderen dabei hilft, Menschen zu retten. Das ist unsere Mission und dafür machen wir das wirklich gerne. Vielen Dank. Genau, sehr guter Punkt. Wir haben unten in der Halle 3 im Hack Center in der Barnähe, also zwischen der Bühneninstallation und der Bar, haben wir unser Assembly. Da könnt ihr echt gerne vorbeikommen, euch mit Sea-Watch unterhalten, euch mit uns unterhalten, Flyer mitnehmen, uns eure coole passende Hardware, irgendwie Mikro-Gimbal oder irgendwas könnt ihr uns gerne alles vorstellen. Zum Beispiel könnte man auch sich vorstellen, dass man so einen Flieger 3D druckt. Das hat uns auch jetzt vorhin schon einer gezeigt, dass diese Dinge auch in 3D gedruckt fliegen können. Und wir sind dafür alles Mögliche offen, was ihr so an Ideen habt. Auch was irgendwie die Ground Station anbelangt und die Software, die wir da einsetzen. Wenn einer sagt, so ja, er fühlt sich berufen, den Code sauber zu machen, dass das Ganze nicht immer ständig segfaultet, dann wären wir euch auch dankbar. Und kommt einfach vorbei unten, Halle 3. Solltet ihr sehen, die Flieger wollen wir vielleicht auch noch später ein bisschen weiter unter die Decke hängen, sodass man es sofort sieht, wo wir sind. Genau. Nur haben wir 10 Minuten für Fragen. Please stand by the microphones. Yes? Hallo. Zwei Anregungen, weil ich gleich nicht runterkommen kann wegen Zeitmangel. Habt ihr über LoRa mal nachgedacht für den Funkteil, also Sigfox oder LoRa, so unter 1 Gigahertz Funk? Für sehr große Strecken kann man nicht Video-Livestreamen, aber könnte man sehr gut schmalbandigere Daten rüberschicken. Und das Zweite, was vielleicht noch viel wichtiger sein könnte, ist Machine Learning auf den Bilddaten anwenden, um automatisch zu erkennen, wenn Flüchtlinge zu sehen sind. Ja. Das sollte mit heutigem Deep Learning Technologie fast Standard-Tool sein. Genau, das Problem ist, dass man das halt am liebsten online, also auf dem Flieger machen möchte. Und dazu müsste man gucken, dass man da genug CPU-Power reinsteckt. Aber ja, das ist definitiv irgendwie auch ein Aspekt, den wir auch schon mal diskutiert hatten. Wir haben uns überlegt, dass wir erstmal die Videoübertragung hinkriegen wollen. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Und zu deinem ersten Kommentar haben wir jetzt noch nicht von gehört, von der Technologie. Und wie gesagt, wir haben halt diesen Anspruch, dass die Hardware nicht teuer sein darf, die man da massenweise verbauen muss. So, und wir haben natürlich auch einen Bandbreitenanspruch. Das heißt, wir haben, geh mal davon aus, eine nominale Entfernung zwischen Schiff und Flugzeug so im Mittel von 30 bis 40 Kilometer für den Long Range Bereich, also das kann zusammenkommen und da wollen wir irgendwie sowas wie 2 Megabyte in einer Minute übertragen. Wenn das damit geht und für unter 20 Euro zu machen ist, dann lass uns reden. Naja, ich meine, wenn ihr auf dem Flugzeug erkennt, ob ein kritisches Bild gesehen wird, dann sieht die Geschichte völlig anders aus. Das ist die beste Kompression, die du haben kannst. Einfach alles wegschmeißen, genau. Was ganz sicher nur Wasser ist und nur noch das übertragen, wo man sich nicht ganz sicher ist. Und es gibt diese Nvidia Boards als in Raspi-Größe, ne, die man auch brauchen halt nur für Kommen Strom wir kurz nochmal zu unseren Milestones. Die hätten wir nämlich fast vergessen. Wir wollen im März den ersten Piloteinsatz mit Sea-Watch vor Ort fliegen und gucken, was da sterben Menschen. Wir müssen uns beeilen. So, und deswegen machen wir jetzt erstmal, was jetzt geht. Und besser werden kann es, aber im Augenblick finden wir, ist das die beste Methode, dass wir Wi-Fi benutzen, weil das gibt's, das haben wir, da glauben wir, dass es geht. Ja. Fragen aus dem Internet? Nein? Bitte? Ihr habt gesagt, ihr braucht noch eine Möglichkeit oder eine Alternative für euer Netz. Kennt ihr die Schnittschutzhosen gegen Kettensägenunfälle?
Schnittschutzhose. Ja, habe also ich schon mal gehört. Ja. Das sind Hosen, die sind gefüttert mit langen Nylonstreifen, ja, die sobald die Säge rankommt, sich drumherum wickeln und die stoppen. Ja. Vielleicht könnte das auch eine Möglichkeit sein, um die Drohnen quasi mit einem relativ leichten Material in der Luft zu fangen, weil sich der Propeller ja prinzipiell aufwickelt. Nicht anders als ein Netz. Ja. Es also wäre eben relativ leicht. Ja, gucken wir uns an. Das ist ja dann okay. Ein leichtes Netz, ja. Ja, klar. Okay. Ich habe auch eine Frage zur Netzlandung, und zwar, ihr habt gesagt, dass ihr den Mittelpunkt des Netzes per GPS bestimmen wollt. Ja. Habt ihr auch darüber nachgedacht, das vielleicht irgendwie optisch zu machen? Also mit ja, haben okay, wir. Alles klar. Ja. Also ein Infrarot-LED blinken lassen. Allerdings ja, wird das dann ziemlich gruselig nahe an Heatseeking Missile, ne? Ja, okay. Ja, und genau. Und andersrum haben wir auch schon überlegt, die Idee war, dass wir einfach Kameras am Schiff, also am Netz anbringen, und dann das Flugzeug remote genau in die Mitte steuern und die sozusagen den Weg andersrum machen. Über dieses Mufflink kann man sehr präzise das Flugzeug auch remote controllen und darüber sozusagen vom Schiff aus als Zielleitsystem, als Landeanflugsystem sozusagen verwenden. Ja, voll geil. Wer hilft uns? Ja, damit wäre die Folgefrage auch beantwortet. Ja. Danke. Hier vorne. Wer jetzt? Ja, du. Okay, vielen Dank erstmal euch allen, also mit der Sea-Watch sowieso, mit der grundsätzlichen Aktion, mit der App und mit der Drohne. Ist richtig geiler Scheiß, den ihr macht. Danke. Vielen Dank. Ihr habt ja sehr konkrete Anforderungen und einen taffen Zeitplan, um das an Leute zu scheren, die jetzt nicht hier im Raum sind. Gibt es da irgendwie eine Wiki-Seite, wo ihr einfach zack, zack, zack das genau stehen habt, was ihr genau jetzt braucht an Expertise? Die würde ich gerne teilen. Also wir haben einmal unsere Webseite searchwing.org, wir haben auch einen Channel auf Hackend, einfach auch Raute Searchwing. Was wir als nächstes brauchen, wollen wir erstmal hier den Kongress abwarten und da wird ja schon genug Input von euch kommen und dann quasi zusammenfassen, was denn immer noch nicht geklärt ist. So, also das wird auf jeden Fall kommen auf unsere Webseite und dann veröffentlicht. Danke. Nur drei Fragen, bitte. Also, für mich relativ wichtige Frage ist, ihr wollt ja relativ hochfliegen, ihr sagtet ungefähr 1 Kilometer. Das ist ja auch die Höhe, in der ihr mit Helikoptern rechnen müsst, von der Küstenwache und ähnlichen Organisationen, die dort rumschwirren. Welche technischen Methoden wollt ihr für Kollisionsvermeidung einsetzen? Also ich denke da jetzt an die ADS-B oder Ähnliches. Ja, genau. Da gibt es im Prinzip eine ganz einfache Methode, die im Prinzip auch schon angewendet wird. Und zwar können wir einfach das Panel übertragen, wo wir unseren Livestream haben. Da können wir die Positionsdaten einfach an die Akteure, die da vor Ort unterwegs sind, übertragen. Das wird so mit dieser Schiebel-Helikopter-Drohne auch schon gemacht. Und das ist da im Prinzip eine Möglichkeit, wie wir uns den Transponder sparen können. Einerseits das und zum anderen ist es internationaler Luftraum. Wir fliegen auch jetzt nicht auf Höhe von Luftverkehrswegen und wir können halt auf den Flieger eine Lichterführung machen, die zum Beispiel über Blitzlicht den Flieger sichtbar macht, sodass die Helikopterpiloten, wenn die auf der Höhe fliegen, fliegen ja auch nur nach Sichtflugregeln und es ist keinesfalls vorgeschrieben, auch bei Ultraleichtfliegern zum Beispiel da einen Transponder an Bord zu haben. Das ist halt, wie gesagt, internationaler Luftraum, da kann man mehr oder weniger tun und lassen, was man möchte. Natürlich wollen wir niemandem wehtun, aber bedenken wir auch, dass das ganze Fluggerät mit allem doch gut unter 5 Kilo bleibt. Es ist also tatsächlich, es passt sogar in die Regularien für Modellflugzeuge rein. Ja, es ist, also es gibt echt Vögel, die sind schwerer und gefährlicher. Fragen aus dem Internet? Nein? One question from the Internet. Yes? Habt ihr vom Projekt Marvin von der TU Berlin gehört? Ja. Gut. Ja, soweit ich weiß, ist das aber nicht mehr wirklich aktuell Work in Progress. Oder bin ich da falsch informiert? Ja, hat in den frühen 2000ern begonnen. Ja. Und aber das Szenario, was Sie bearbeitet haben, ist ja im Prinzip ein ähnliches. Und möglicherweise kann man da ja noch irgendwie Algorithmen oder irgendwas abgreifen. Ja. Weil die Rechenpower, die Sie vor 10 Jahren hatten, ist halt nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt so ist. Nein, also, genau.
Ja. Ja, ja. Na, wir sind eher interessiert an dem wirklich tatsächlich aktuellen Ergebnissen der Forschung, insbesondere der ETH Zürich. Die können das nämlich. Ja. Ja. Und die letzte Frage, bitte. Hinten. Ja, schieß los. Ja, okay. Ja. Ja? Ja. Hi. Ich habe mich vor einigen Jahren mit digitaler Fotografie beschäftigt und am Rande mitbekommen, dass es alternative Firmwares für diverse Digicams gibt, ja, die im Prinzip alles freischalten, was die Hersteller bewusst rauslassen. Habt ihr euch das mal angeschaut? Das ist CHDK und das funktioniert mit den aktuellen Kameras leider nicht mehr, weil Canon da jetzt das anders macht. Genau. Und es gibt noch Software für Spiegelreflexkameras, aber die sind uns zu schwer. Klar. Thank you so much. Okay. Please give them a great round of applause. Die Technik.